Am 26. September ist Bundestagswahl. Es ist die Klimawahl für Deutschland, für Europa und die Welt. Und es ist für Deutschland die entscheidende Wahl, um zu entscheiden, ob wir weiter mitreden wollen international, ob wir unsere Werte weiter verteidigen können oder nicht. Theodor Heuss, unser erster Präsident, hat gesagt, das Abendland ist auf drei Hügeln entstanden. Auf Golgatha, dem Kreuzigungshügel bei Jerusalem. Als Symbol dafür, dass selbst der Erste der Letzte sein kann, dass der Sohn Gottes selber gekreuzigt werden kann. Als Symbol dafür, dass es sich lohnt, ein Leben im Dienste anderer zu führen, als Symbol für die Nächstenliebe. Auf der Akropolis, der Demokratie, der Wiege der Demokratie, dafür, dass die Mehrheit entscheidet, aber die Minoritäten auch geschützt werden. Und drittens, auf dem Kapitol in Rom, dafür, dass bei uns Rechtsstaatlichkeit herrscht. Wenn wir diese Werte verteidigen wollen, dann müssen wir am 26. September Zukunft wählen und wir dürfen auf keinen Fall weiter so wählen. Es kann nicht sein, dass in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2020, 2021 Bundestagsabgeordnete mehr Geld verdienen durch Verträge von Kohleunternehmen, als sie ihr Grundgehalt verdienen im Bundestag. Es kann nicht sein, dass im Jahre 2021 Bundestagsabgeordnete Millionen erhalten, um Diktatoren in Aserbaidschan und sonst wo zu bestätigen, sie seien lupenreine Demokratien. Es kann nicht sein, dass, wenn wir alle für unsere Gesundheit in der Corona-Krise kämpfen, gewisse Leute dadurch profitieren, dass ihre Parteifreunde ihnen Aufträge erteilen. In einem solchen Deutschland möchte ich nicht weiterleben. Deshalb bitte ich Sie, zur Wahl zu gehen, klarzustellen, dass wir als Vertreter der Wirtschaft für Zukunft stehen. Mag es eine grüne, eine liberale Zukunft sein, aber es kann kein weiter so sein. Deshalb bitte ich Sie im Interesse unserer Kinder und unserer Enkelkinder und unserer eigenen Zukunft, denn wir haben es gesehen, die Klimakrise ist bei uns angekommen. Es wurden uns ein Leben, es wurde unser Eigentum hinweggespült. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen die Zukunft. Was heißt denn die Zukunft? Die Zukunft bedeutet, wir können die Solarenergie nochmal halb so teuer machen. Wir können durch Tiefengeothermie alle fossilen Energiequellen innerhalb von 10 Jahren ersetzen. Wir können es schaffen, dass egal wo man auf der Welt geboren wird, Menschen zufrieden leben können. Durch dezentrale Solar-, Wind- oder Geothermie-Kraft kann jeder Mensch dann selbst heizen, kühlen, Internet erhalten, lernen, kochen, ohne dabei krank zu werden. So schaffen wir eine Welt, die demokratischer ist, basisdemokratischer ist, mit weniger Krieg, weniger Flüchtlingen und mehr Hoffnung für alle. Wohlstand für alle ist dank der grünen Industrierevolution möglich. Und wir in Deutschland haben die Ingenieure, die Rechtsstaatlichkeit, die internationalen Beziehungen, um das zu schaffen. Deshalb liegt es uns an uns, am 26. September wählen zu gehen und Zukunft zu wählen. Vielen Dank.